Peter, im Hirn. Also ich habe jetzt 12 Brandgranaten, 6 explosive Granaten, 6 Minengranaten. Das ist auch gut, weil wenn ich die nur dann benutze, wenn er rumrennt, dann ist das eigentlich richtig. Dann nimm noch mehr Heilung oder noch eine Handgranate mit. Ich weiß nicht, ich bekomme ja irgendwie Pistolenmunition, aber was soll ich damit? Ja, dann nehme ich, tue ich die weg und die hier rein. Und willst du überhaupt die Schrotflinte mitnehmen? Das ist eigentlich geil, weil die Zombies mit einem Schuss sterben und da habe ich auch Munition für gekriegt. Echt? Ja, okay, dann ist gut. Und dann macht das noch Heilung oder eine Granate oder Säuregranaten. Säuregranaten. Explosivgranaten hast du auch noch. Ja, dann Säure. Okay, ein neuer Versuch. Mal wissen wir, was auf uns zukommt. Oder hätten wir uns nicht denken können, dass das Phil Collins ist? Ja, schon, wir haben schon extrem viele Sachen mitgenommen. Was ist hier? Nichts. Gar nicht, damit es größer aussieht. Cool! Nee, das ist logisch einfach. Jeder, der solche Räume kennt, der hätte gesagt, hey, da muss doch eigentlich noch so ein weiterer Weg sein. Ja, voll fertig, also gemacht und so. Kommt denn jetzt Carlos? Ich muss den echt ultra viel schon geben. Wenn wir das wieder nicht schaffen, dann würde ich die zweite Waffe wegdrehen und stattdessen noch mehr Munition für den Granatwerfer. Aber erstmal gucken, ne? Jill, bist du das? Carlos? Gut. Ich halte für dich Ausschau. Leon hat gefragt, wie es dir geht. Wir kämpfen gerade gegen Nemesis. Wenn ich gesagt, dir geht's gut. Dachte, mir geht's gut. Ella. Danach kommt dir noch die Phase, wie ich den in diesem Vorgang zerstören muss. Dieses Auflösen von Test. Ja, vielleicht passiert das auch automatisch. So ein Knopf und passiert. So. Mache ich das schlauer. Ja, aber irgendwann bleibt der stehen. Ja, darum. Ach so. Der bleibt doch. Hä? Bleibt dahinter Tank steht. Hinter Tank 8? Heißt das? Hä? Nummer 8! Ja, nee. Ah. Ja. Geil. Jetzt bring den Arsch um. Ja, so muss man ihn, glaube ich, töten. Ja, ich glaube, es geht auch nicht anders. Ja. Dieses Alien-Viech, was in ihm drin ist, muss man töten. Alter. Aua, sein, nimm dich mal. Nein! Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Na gut, doch. Man kann das ja auch anders als mit dem Minen-Granaten. Ja, ja. Da kommt noch mehr! Nummer 5! Hä, wie geil, das hat er vorher nie gesagt. Ja, dann hat das Spiel das jetzt gemacht, oder was? Nee, ich glaube, wir haben das nie so richtig hingekriegt. Man muss halt warten, bis der das macht. Und nicht schon vorher auf dem Weg. Und das haben wir immer gemacht. Oh. Hat die anderen Zombies gekillt, oder? Und die auch doof. Ich hab schon gewechselt. Jetzt lauf. Scheiße. Macht da wieder sein. Mappe. Wir sind noch mehr gekommen! Pass auf! Bam! Ah! Toll! Okay, das geht anscheinend nicht. Da musst du. Kannst du auch noch mit was anderem schießen? Nee. Du musst dich heilen! Warum heilen? Warum. Ich muss mir mal genau sowas sagen, wenn da so Pfeile sind. Ja. Er rennt wieder rum, glaube ich.
ist er denn? Carlos, sag mir, wo er ist! Wenn du noch einmal was Gutes hier machen kannst. Jetzt lauf noch mal so an so einen scheiß Tank. Ja. Oh. Ja, war mega cool. Ja. Wir sind noch mehr gekommen. Pass auf. Nein. Was? Nein, falls du es noch kannst. Alles gut. Säure. Ah. Ja, ich kann ja nicht weg, weil ich ihn von Animation zu Animation bin. Bei der Säure. Die Säure ist kacke! Heilen? Ja, die Säure ist echt scheiße. Dann nehmen wir nächstes Mal stattdessen irgendwas anderes mit. Erstmal auf die anderen Zombies, ey. Ja, der macht die eh mal selber tot. Ja, so. Nicht wenn der rennt. Jetzt ist er wieder auf dem Nummer 1. Ja? Ja? Jill! Oh. Ich schick mir den Kran! Halt doch nichts! Den Kran? Komm schon! Komm schon! Ja, schieß nochmal damit! Das muss wehgetan haben. Jetzt steig drauf! Tschüss, Phil. Auf eine Weise habe ich dich auch geliebt. Ich werde den Scheißkerl einschmelzen! Und das mache ich nicht, Carlos. Ciao, Phil! Schaufel! Schaufel! Aber jetzt ist der Tod, oder? Ja, ja. Jetzt ist der Tod bis zum Level 4. Ja, Mann! Wir haben ihn geschmolzen, Mann! Einfach geschmolzen! Okay, ich treffe dich weiter vor! Nikolai, wo bist du? Nemesis, nie mehr? Ich sitze hier. Sie ist immer noch nicht tot. Der Erfolg sagt, Nemesis nie mehr? Alter, wenn der jetzt nicht tot ist. Könnte echt sein, ne? Ich muss den Impfstoff zurückbekommen. Jetzt muss ich noch gegen Menschen kämpfen? Da stand ja auch, man soll das 12 Stunden lang so lassen. Ja, darum. Vielleicht wird das nicht 12 Stunden so bleiben. Warum? Die Flintenmunden. Nee. Ne? Keine Ahnung. Reicht. Das war's. Den Rest seht ihr jetzt. Hahaha, habt schon gedacht, ne? Was? Waffenspezifikationen. Oh. XXXXX beschwert. Bezeichnung des Projekts. Ferromagnetische Infanterie. Eine Railgun in Resident Evil. Der nächste Generation. Entwicklungscodename Finger. Entwicklungsleiter, leitender Forscher des Nest 2, Cornel Garner. Entwicklungsunterstützung United States Army. Kaliber 60 mm, Mündungsgeschwindigkeit 6 Millisekunden. Projektziel: Eliminierung von Biowaffen im Fall eines Ausbruchs. Zusätzliche Hinweise: Die extreme Feuerkraft hat den zusätzlichen Nutzen, dass sie das Ziel komplett vernichtet und nicht zurücklässt. Also dann stirbt er erst, der ist wirklich noch nicht tot. Nutzerfeedback: Das Teil ist total cool. Tyrant will sich nicht benehmen, gib ihm den Finger und das Problem ist gelöst. Und die Feuerkraft, die wir brauchen, wäre doch besser, wenn man die Leistung zielen könnte. Die Beweglichkeit könnte sich im Feld als problematisch erweisen. Vielleicht könnte man die Plattform verbessern. Wir benötigen mehrere Stromquellen. Diese sicherzustellen könnte in der Praxis schwierig sein. Könnte man diese in einer Stromquelle konsolidieren? Also kriege ich jetzt noch eine fucking Railgun, oder was? Was ist das? Das ist Laserstrahl. Waffen. Ist das in Wirklichkeit? Nee. Erschossen. Ich dachte immer, Railgun ist, wenn man in einem Spiel von alleine sich bewegt und nur schießen muss. Heißt das nicht Rail-Shooter? Das sind Rail-Shooter, das stimmt.
Diese Pause. Das ist nur jetzt. Oder Nikolai wird irgendwie jetzt auch zu so einem Ding oder sowas. Ja, meinst du wie Wesker, ne? Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl. Nein. Du bist Geld wert. Ich mag Geld. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. Was? Er hält sich nicht an sein Wort? Carlos, da hat dich gebrochen. Ja. Oh Gott, wir haben es noch schlimmer gemacht. Er ist einfach nur noch ein Klumpen. Er ist Mutter Beim am Speckmantel geworden. Ja. Hast du hier sowas Erstaunliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen wert. What the fuck? Japano-Scheiße. Ja. Du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück! Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Nein! Was ist mit dir? Wie der andere hat den. Ich pack das schon. Klar tust du das. Alter, wir haben nicht mehr viel, oder? Hör zu. Nur, dass du es weißt. Das ist das letzte Mal. Ich liebe dich. Okay. Wo ist die Railgun? Alter, sind wir plötzlich für Evil Within. In einem unbekannten... Ausgabefach ist öffnet. Oh ja. Okay, das ist wohl egal, dass wir nichts haben. Die seriöse Jillian. Und jetzt? Ich warte auf dich. Das ist nur für die Katzen? Jetzt habe ich erstmal keine Energie mehr. Bitte Stromquellen reaktivieren. Mist, sie braucht Strom. Betsy braucht Strom. Wieder, darum war das, dass er das schon mal gesehen hat. Die roten Dinger wieder reinmachen. Ich glaube, beschießen brauchen wir den nicht, ne? Oh Gott, diese Sicht gefällt mir nicht. Was soll ich denn daran ändern eigentlich? Ich gar nicht. Aber musst du den irgendwie beschießen und dann ist der kurz toll? Damit du das machen kannst. Tschüss! Ich glaube, du musst irgendwas. Bevor du da dran drückst, musst du den irgendwie ablenken oder irgendwie sowas. Alter, ey. Auf die großen Pusteln musst du schießen. Hab ich mir nicht gedacht. Und das legt ihn lahm. Scheiß Tipps, ey. Schieß auf die Pusteln, Jill, die Pusteln! Das wegdrücken. Ja, erstmal hier einen schönen Energy-Shoot. Das gefällt mir schon besser. Hä? Pistolenmunition, kann ich dann mit Pistolen auf die Pusteln schießen? Ja, das stimmt. Wegen Pistole? Der war gut. Hallo, Herr Mann, ich möchte Sie erschießen. Ich muss damit gar nicht ziehen, aber ich mache das für mich. Das wird, geht es halt immer nochmal. Dann schiebst du sie wieder rein, dann schießt du wieder, dann schiebst du sie wieder rein. Das erste verstehe ich nicht. Entgangen, verstehe ich auch. Sie macht Strom. Okay. Ja, pusteln. Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Ja, jetzt kannst du schieben. Ja, schiebe ich. Nee, alle muss ich. Was? Nein, jetzt. Nee. Das ist ja voll scheiße. Was denn? Wer sagt das? Ist ja lahmgelegt. Bin ich gegen. Ich hab voll viel pusteln. Können wir weniger Pusteln haben? Soll mich mal weniger hauen. So. So. Ich finde auch sehr, dass du dich heilen musst. Bin mir gar nicht sicher. Ja, probier ich gleich. Man sieht, das wird immer so ein ganz bisschen blasser, das Bild. Noch zwei Stromquellen aktivieren. Dann rennst du auch schneller, oder? Ja. Oha.
Wenn er jetzt wieder aufsteht, dann muss ich nochmal die drei Brüste kaputt hauen. Ja, zumindest weiß man jetzt, wie es funktioniert. Oh ja. Noch eine Stromquelle. Nur zu! Ich bring dich gleich wieder zu Boden. Genau, das hätte ich auch gesagt. Ich meine, die sind voll nett. Andere müssen zum Hautarzt gehen, wenn die Pusteln entfernt werden. Vier Pusteln das sind. Let's Play oder Arzt? Das ist ein Quiz. Ja, das nächste Nerd-Quiz. Welche Aussagen werden in einem Let's Play und welche davon beim Arzt gesagt? Der Gerät wird gestartet. Er ist vor Nemesis im Geschäft. Ja, er ist. Eigentlich zwischen den Zielen. Ja. Oh, du weißt, spricht er da raus? Und jetzt? Nochmal in die Fresse? Nee. Auf ihn zugehen? In den Mund stecken. Oh, geil! Jetzt wird's richtig geil. Trashig. Das nächste Mal verpiss dich einfach. Oh, ja. Also ich habe dir einen Scheißspruch gebracht, als wir Resident Evil 2 durchgespielt haben und ich diesen Raketenwerfer auf diesen. Hast du nochmal gesagt? Yippie-yay-Schweinepacke oder so. Aber was ist? Den bin ich los. Ah, vielleicht setzt sich der Schleim noch zusammen. Ach, den bin ich los, ist der Erfolg. Okay. Endlich ist er weg, Alter. Oh, die ganzen Items haben sie auch einfach weggenommen, dann brauche ich die wohl nicht mehr. Ich hab einfach ein Loch durch die Wand geschossen. Haha, das geht ja bis nach Neuengland. Ich lauf hier einfach durch den durch. Ja, wir brauchen jetzt eh nichts mehr. Ah. Ach, da kann ich gar nicht durchgehen. Ich dachte, ich kann durch das Loch. Hä, hey, wir haben da lang einfach. Ich muss doch irgendwie wieder hoch, oder? Ja, wenn wir gerade ausgehen. Da kann man nicht lang. Hä? Hey? Mann, das jetzt macht die Erdbeerung kaputt. Ne, wir sterben jetzt noch. Dann müssen wir den nochmal besiegen. Hä, aber muss da nicht eine Cutscene jetzt ausgelesen werden, dass man... Hey, da rechts kann man lang, okay. Backe Kuchen. Jill hat gerufen. Nee. Möchtest du lecker Nemesis töten? And I can die. Das hatte der immer nur singen müssen. Ja, stimmt. Ist das der Resident Evil 3 Song? Ja. I can die. I can die, I can talk. The only thing about me is the way I... Was? Ich hoffe, Carlos konnte ihn aufhalten. Ja, das habe ich auch gesehen. So, erstmal um den Fahrstuhl rumlaufen. Jill, warum ist Jill nicht mehr rausgekommen? Sie hätte es noch geschafft. Sie ist vorher noch um den Fahrstuhl rumgelaufen. Ich kann ihn noch einholen. Dass Carlos da plötzlich in diesem Raum war, war echt komplett erschossen. Oh ja, irgendein Geschoss. Jills Unterwäsche. Da muss ich sofort hin. Boah, seitdem du solche Sprüche sagst, mach ich es doch nicht mehr so. Stimmt. Es kam auch erst das erste Spiel. Oh nein! Carlos, unser neuer Lieblingscharakter. Lass mich nicht auf. Schieß doch einfach mal zur Abwechslung. Habt ihr das hier versprochen, oder? Bitte nicht. Nein! Hast du eine Ahnung? Darum gibt's noch Resident Evil Teile. Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinsatz. Er gehört gar nicht zu Umbrella. Die Rakete wurde gestartet. Aber sie doch auch nicht. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Toll, wegen dem gibt es noch ganz viele schlechte Versionen in Ist so. Ja, noch ein bisschen Action-Movie-Feeling. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Gott, bitte triff mich bei den Falschen. Erschieß ihn! Sie wird's nichts tun! Hat es nichts zu tun! Carlos! Und man das auch wirklich den anderen hätte erschießen können? Ich glaube nicht.
Doch, ich glaube irgendwie schon. Ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Achtung! Liebesfilm. Hinter euch! Achso. Was ist mit dem? Ist denen egal. Wieso das alles? Ich wurde als Kind getreten. Darum trete ich jetzt andere. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Das ist jetzt die Frage. Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Nee. Ich bezahl, was immer du willst. Dann ist es mir einfach egal. Halt nicht am Teller, sondern Regenschirm. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie! Ein paar Ermittlungen machen mir nichts. Also ehrlich gesagt hätte ich den noch erschossen, weil... Er hat die ganze Menschheit die Rakete umgebracht. Die fliegen jetzt ja weg und dann zerstören die Stadt. Und da verstehe ich schon, dass die den nicht erschießen. Aber es gibt anscheinend was Schlimmeres als Umbrella. Jetzt müssen wir doch alle Teile spielen, wenn wir die ganze Story kennen. Das erfährt man nie, weil sie es selbst nicht mehr wissen, die Macher. Jill, alles okay? Ja, wollen wir hin? Urlaub? Da ist sie. Mann, Raccoon. Ich wollte einmal hin. Stimmt, jetzt kommen wir ja nie mehr in die Trümmer. Ja. Doch in den Trümmern vielleicht. Wow. Immer noch nicht vorbei, das Spiel. Da stirbt es ab und muss dann noch... Und dann kommt der Nemesis aus den Trümmern. Oh Gott. Weil es endet immer mit dem Hubschrauber, ne? Das finde ich cool. Ja, das ist cool. Es ist endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Ich fühlte mich Musik näher schon mal. Und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tode war kein Virus. Es war Gier. Menschliche Gier. Hä? Was hat sie da in der Hand? Anschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal. Hä? Das war was anderes oder was? Oder sie hat jetzt hat sie ja zwei gemacht, aber das müssten wir ja wissen, weil wir das ja machen. Ja. Und das war einfach irgendein Behälter. So. Und dann diese Musik, diese Abschwungmusik von Curfew Enthusiast. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Let's Google it. Ja, dann soll das das bedeuten, dass sie heimlich noch einen gemacht hat. Ja. Ja, ein bisschen schlecht. Warum gehst du weg? Ich muss halt dringend pissen. Aber wir schneiden hier einfach und dann bin ich gleich wieder da. Okay, aber du kannst doch nicht den Abstand wegsperren. Ich erzähle noch was Tolles. Ha, endlich ist er weg. Ich fand den immer doof. Ich will mal nämlich jetzt... Also eher, bevor ich gucke, was das jetzt zu bedeuten hat, wollte ich nochmal gucken, was das mit dem Aquacure sollte. In der Apotheke ist ein Poster. Wahrscheinlich sind wir in die Apotheke nicht reingegangen, weil das eine der Sachen waren, die wir verpasst haben. Nee, stimmt nicht. Das Passwort für den Safe findet ihr rechts unten auf dem Poster in der Apotheke. Und okay, das hätte man auch auf jeden Fall gesehen. Das ist ganz riesig und es steht Aquacure drauf. Und Aquacure ist Milch? Was? Sieht aus wie Milch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Abspann muss man also, immer wegschneiden wegen der Musik. Hätte ich auch nicht. Ja. Also ich habe nachgeguckt, Aquacure sieht aus, als wäre das Milch. Und es wäre in der Apotheke ein riesiges Poster gewesen. Ich glaube, in die Apotheke sind wir nicht reingegangen, weil da Dietrich vor war. Und das war eine der Sachen, die wir da nicht gemacht haben. Und es saß ein ganz riesiges Poster von einer Frau, wo Aquacure steht. Und das sieht aus wie eine Packung Milch. Irgendwas to Ecstasy, also Ekstase Aquacure. Aber da ist so eine Frau, die sagt Call Me. Also ist das irgendwie so
Viagra-Saft oder was? Was soll das sein? Ja, aber woher sollen wir da jetzt die Kombination herausfinden? Ne, hier unten, die Telefonnummer. Achso, okay. Die sind eingekreist oder was? Ja. So, aber jetzt gucke ich nochmal, ob hier vielleicht steht, was das jetzt gerade zu bedeuten hatte mit der zweiten da. Hallo, mein Name ist Nacken Johannes Brot. Man kennt mich vielleicht aus Auftritten wie der Game Talk. Falls ihr euch nicht erinnert, ich saß da ungefähr so. Nicht, dass er jetzt noch nach dem Abspann kommt. Ja, das glaube ich gerade nämlich. Nein! Ich bin auch schon eben so abgegangen. Beautiful. Im richtigen Moment müsst ihr noch auf Nikolai ziehen und ihn auch treffen. Dann kommt ihr locker Raccoon City und genießt den Abspann. Das ist ein gutes Ende, habe ich also gemacht. Ich muss bei Wikipedia gucken. Du kannst ja schon erzählen, wie du das spielst. Aber man muss ihn treffen, ne? Ja, aber ja, dann hätte man verloren. Also dann hätte man nochmal machen müssen. Also ich fand das Spiel sehr schön. Es war ein guter Resident Evil Teil. Es hat Spaß gemacht. Ich fand es etwas verwirrend, dass die Leute plötzlich die ganze Zeit selbst geredet haben. Ich fand es irgendwie dadurch lustig. Es ist schön, durch Türen gehen zu können. Auch wenn die auch ein bisschen komisch waren, weil man ja entweder durch die Türen gegangen ist, wenn man dagegen läuft und dann geht die halt so weit auf, wie man durchläuft, oder man drückt A und dann geht sie ganz auf, aber dann gehen die immer wieder von selbst zu und man kann nicht nur ein bisschen die Tür aufmachen. Also Türen können die immer noch nicht, ne? Erst benutzen die das als Ladezeiten, man muss sich angucken, wie die Tür Zeitlupe aufgeht und dann jetzt das. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, für mich ist die Reihenfolge von Resident Evil klar. Ja? Ja. So wie sie halt heißen. Nee, ich finde nicht. Und 3 besser als 2. Ja? Aber es lag, glaube ich, daran, dass wir bei 2 halt das alte gespielt haben. Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber ich fand 2 auch trotzdem fand ich nicht so geil. Auch abgesehen von der Grafik. Ja, aber ich hatte jetzt nicht so dieses heftige Resident Evil Feeling. Ja, aber das geht mir. Allein weil man anders schießt und anders, weil man immer von Gebiet zu Gebiet kommt und so. Ja, natürlich, 1 ist halt besser, aber ich fand. Na gut, von mir kann auch 2 und 3 gleich gut sein. Wenn man jetzt nochmal das Remake spielen würde, dann würde man das vielleicht auch besser sehen, als wenn man jetzt die alte Version von Resident Evil 2 spielt und dann das Remake von Resident Evil 3. Ich finde das nicht, das so geht hin und so. Der Typ in der E-Gitarre geht im Fest vor. He retrieves the destroyed Joaquin case and escapes the city with Carlos via helicopter. Also das war einfach der zerstörte Behälter. Was? Das war, der war kaputt. Okay. Und daraus kannst du ja vielleicht aus den Resten noch was herstellen. Also. Nee, das ist einfach nur, die hat das genommen, weil sie gesagt hat, ich will Umbrella auslöschen, weil das der Beweis ist, dass Umbrella sich egal ist, wie es mit den Menschen abgeht und so. Ja. Das na? Zerstörte Behälter. Ja, jetzt sieht man so auch scheiße. Wir haben einfach mal gewartet. Was ist das denn? Oh, ich war weg. Aber dann gibt es Jill ja noch in Resident Evil 4. Klar. So, jetzt sehen wir hier nochmal. Überlebt. Guck mal, Überlebender. 8 Stunden so. Der Erfolg. Nur C. Oha, ja gut, ich bin am Ende ziemlich oft gestorben. 20 Mal insgesamt. Ach, das Speichern zählt auch in den Rang rein, oder was? Wer interessiert sich für diesen Scheißrang? Ja, jetzt erst recht nicht mehr. Ja. Wir werden. Es wird bestimmt irgendwann ein Resident Evil Remake rauskommen. Und dann, werden wir das spielen. Und das war's dann mit Resident Evil. Wir haben uns damals gesagt, wir spielen die geilen Resident Evil Teile und danach wird's scheiße, obwohl gleich dieses neue Resident Evil 7
oder so soll auch wieder toll sein, aber das ist Ego-Shooter und also aus der Ego-Perspektive. Mich hat das jetzt schon allein gestört, dass man normal zielen musste. Das ist irgendwie seltsam. Ich meine, ich würde das jetzt zwar so weiterspielen, aber wenn das wirklich ein normaler Ego-Shooter ist, dann hat das auch nichts mehr mit Resident Evil zu tun. Wenn man nicht überall immer hören würde, Resident Evil 4 ist so ultra toll und das hat alles verändert, ist so ultra krass, dann hätten wir wahrscheinlich nur Teil 1 gespielt oder so. Ja. Aber ich fand das auf jeden Fall cool, ich fand es besser als Teil 2 und darum bin ich gespannt auf das Remake von Teil 4. Ich glaube, ich spiele nochmal Resident Evil 1. Irgendwie habe ich da Lust drauf gekriegt, jetzt durch Resident Evil 2. Das ist aber geil. Hä, oder spiel doch mal Resident Evil 2 Remake, das würde mich mal interessieren, weil das soll ja noch besser sein als das Remake hier. Ja, aber wenn wir das gespielt hätten, würde ich wahrscheinlich das auch noch besser finden als Teil 3. Ich hätte schon mehr Bock auf Resident Evil 1. Ja, dann spiel Teil 1 und dann das Remake von Teil 2. Mal gucken. Und übrigens, wer auch immer das hier bis zum Ende geguckt hat, schreibt uns mal, ob ihr so ein Let's Play geiler findet als ein Stream. Also so ein gutes, altes, klassisches Let's Play zu dem neuen... Ja, oder einfach insgesamt. Wenn wir jetzt mal ein Let's Play machen, sollen wir das lieber streamen oder lieber so wie dies hier machen. Ja, und wollt ihr lieber, dass Gonis gar nicht mehr vorkommt oder dass das ich sagt gar das nicht braucht mehr braucht ihr vorkommt? Nicht abstimmen, weil... Dann mach nur noch ich Real Tower Games. Ne, ich dachte, das heißt jetzt Fuhr Tower Games. Stimmt. Wie hieß das? Real Fuhr Games. Ja. So, tschüss. Putzt immer eure Möhren. Es war trotzdem ein. Also, es ist für mich vielleicht nicht das beste Resident Evil, aber ich fand das Let's Play trotzdem sehr schön. Ja. Es waren die alten Resident Evil Vibes trotzdem drin, auch wenn es. Ich fand es gut, dass es einfach. Es sah geiler halt aus. Es hatte trotzdem noch so ein paar alte Resident Evil Vibes, das fand ich gut. Ja. Aber halt, das Geile an Teil 1 war halt dieses riesige Herrenhaus. Und hier hat man ganz viele Gebiete. Allein, dass man aus Versehen Sachen überspringt. Ja. Aus Versehen, wenn man weitergeht und dann nicht mehr zurückkommt. Aber ich fand solche Sachen, dass die was sagen, fand ich eigentlich gerade geil, weil das dadurch so richtig dumm ist. Resident Evil ist einfach dumm. Also das ist so, die Story ist Notizen waren egal. Jetzt schon immer scheiße. Ja, genau, das war immer alles scheiße. Und das muss einfach so sein. Stimmt, das passt auch zu Evil Within. Ja, genau, das ist genau so. Alles, das stimmt, ja. Gut, auf Wiedersehen, danke. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.